Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Luke Christopher. A lot to learn. Heißt viel zu lernen. Und wurde klasse übersetzt von der Klasse 7S1 der Sportsekundarschule Hans Schellheimer in Magdeburg. Die Geschichte erzählen euch Charlene und Damien. Ich fühle mich wie eine Ziffer in einem System, wie eine weitere dumme Nummer. Ich weiß nicht. Ich spüre, wie sich alles dreht. Es ist wieder nur ein dummer Sommer, in dem es nur kalt ist. Da scheint irgendetwas in seiner Beziehung falsch zu laufen. Aber er ist der Meinung, sie werden es schon schaffen. Wir können es selber machen. Lass uns dahin gehen, Baby, wo sonst keiner hingeht. In einer Rakete voll mit Alkohol, mit einer Kamera für Bilder. Baby, du sollst mich aufhalten, bevor ich die Kontrolle verliere. Er verliert die Kontrolle. Aber warum? Er ist kurz davor auszurasten. Wie unvollkommen bin ich. Fühle durch deine Handtasche und mach dich hübsch. Du siehst die Sterne, aber sie sehen nur den Himmel. Du siehst meine Namen. Was sehen sie? Irgendwie ist er verletzt. Ich glaube, er ist ein bisschen zu sensibel und versteht vieles falsch, was in der Beziehung passiert. Langsam merkt er das selber. Wenn ich die Frage wäre, wärst du meine Antwort? Wenn ich die Musik wäre, wärst du mein Tänzer? Wenn ich der Schüler wäre, wärst du mein Lehrer? Wenn ich der Sündiger wäre, wärst du mein Prediger? Wärst du mein... Ich gebe zu, ich habe immer noch viel zu lernen. Wir haben noch viel zu lernen. Gib es doch zu. Wir haben immer noch viel zu lernen. Kapierst du das nicht? Lot to learn. Klasse übersetzt von der Klasse 7S1 der Sportsekundarschule Hans Schellheimer in Magdeburg. Hört ihr jetzt nochmal in der SAW Mediathek im Internet auf radio-saw.de. Nicht mehr lange und dann sind Ferien im SAW-Land. Also, wenn ihr wollt, dass ich zu euch vor der Pause komme, bewerbt euch auf radio-saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.